Liebe Malteserinnen, liebe Schwestern und Brüder, liebe christliche Gemeinde, ich sagte es bereits zu Beginn, das ist heute ein besonderer Tag. 50 Jahre Malteser in Wetzlar, 50 Jahre Dienst am Nächsten und auch 50 Jahre, die ganz eng mit der Wetzlarer Wohngemeinde verbunden sind. 50 Jahre, die geprägt sind von Menschen. Menschen sind überhaupt das Wichtigste. Menschen wie Dekan Glanz, der damals den Anstoß gab, zu einer Maltesergruppe hier in Wetzlar. Menschen wie Klaus und Franz Langsdorff, für die die Malteser, ich glaube, das kann man heute noch so sagen, mit Fug und Recht Lebensinhalt waren und auch noch sind. Aber die Malteser können auch stolz sein, dass so viele Menschen, meist Ehrenamtliche, den Maltesern hier in Wetzlar ein Gesicht geben. Duitio fidei et obsequium pauper. Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Die Malteser wissen das, das ist der Leitsatz der Malteser, der über ihre Arbeit steht. Und ich weiß das auch gerade von der Grundausbildung der Malteser, da bin ich auch beteiligt, dass dieser Leitsatz dort eine große Rolle spielt, dass sehr ausführlich über diesen Leitsatz gesprochen wird. Was heißt das? Das heißt doch, das Zeugnis für den Glauben geht nicht ohne den Blick auf die Schwachen, auf die Bedürftigen. Wir haben heute diese wunderschöne Lesung aus dem 61. Kapitel des dritten Jesaja gehört, ein Text, der gut 2500 Jahre alt ist. Und wie gerne würden wir ihn heute? Dem Volk Israel war es gestattet, aus der Gefangenschaft in Babylon heimzukehren, und vorbei war die zweite Unterdrückung. Das Volk lebte wieder in Freiheit. Wir wissen alle auch, dass Jesus in Lukas Evangelium diesen Text in der Synagoge vorträgt. Der Geist des Herrn, hören wir ihn euch nochmal, weil er so schön ist, des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Liebe Schwestern und Brüder, wir Christen glauben ja, dass mit Jesus das Reich Gottes hier auf der Erde endgültig begonnen hat. Das ist bei Matthäus gerade auch ein ganz wichtiger Akzent. Das Reich Gottes, es beginnt bereits hier auf der Erde. Und man könnte sagen, kaum zu glauben, wer da alles im Mittelpunkt steht. Die Armen, die Gefangenen, die am Leben zerbrochenen, kurzum, die schwach sind. Das entscheidende Zeichen für den Anbruch des Reiches Gottes hier auf Erden ist, dass die Armen, die Gefangenen, die Zerschlagenen, die, von denen die Gesellschaft vielleicht gar nichts hält, dass die im Mittelpunkt stehen. Der Herr hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Liebe Mitchristen, die frohe Botschaft, sie bekommt Gestalt in der Zuwendung zum Bedürftigen, zum Schwachen. Und wir sind dort ganz im Sinne der heutigen Lesung auch prophetische Kirche, wo wir das prophetische Wort Jesu, sein Heilen, seine radikale Parteinahme für die Armen und für die Angemachten, wo wir das lieben. Und der erste Johannesbrief sagt das hier nochmal mit einem anderen Akzent. Er sagt sehr schön, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Natürlich sind Worte auch wichtig. Aber entscheidend ist die Tat und die Wahrheit, die in Christus gehört. Das heißt, unser Zeugnis kann nie nur von frommen Worten leben. Es braucht Kontur und es braucht Gestalt. Und Kontur und Gestalt bekommt es dort,
wo wir in Wort und in Wahrheit leben. Liebe Mitchristen, einem Verband wie den Maltesern, dem muss es immer um den Menschen gehen. Und so wie Johannes Paul II. Es einmal ausgedrückt hat, der Weg der Kirche ist der Mensch. So gilt auch für die Malteser. Bei all ihrem Tun, bei all eurem Tun, muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Nie dürfen ökonomische Gesichtspunkte in erster Linie die Motivation für die Arbeit sein. Und indem sich die Malteser an den Dienst, in den Dienst von kranken und schwachen Menschen stellen, bauen sie am Reiche Gottes mit und bezeugen damit, Gott will das Heil für jeden Menschen. Und diese universelle Heilsage, diese allumfassende Heilsage, sagen wir, die kommt im Evangelium, in der Gerichtsrede des Matthäus zur Sprache. Und hier wird interessanterweise, wenn wir genau zugehört haben, nicht unterschieden zwischen den Anhängern der Jesusbewegung und den anderen. Jesus identifiziert sich dort mit allen Notleidern, egal welche Not sie befallen. Er ist für alle da. Und seine besondere Fürsorge, das muss man wirklich sagen, seine besondere Fürsorge gilt den Schwachen und gilt den Kleinen. Für sie hat er eine besondere Vorliebe. Und wer sich diesen an der Wand gedrängten zuwendet, der befindet sich in der Spur Jesu, in der Nachfolge Jesu und gehört zum Reich Gottes. Es gibt einen wunderschönen Satz von Clemens von Alexandrien, der sagt: Siehst du deinen Bruder, Schwester, wie der damals nicht genannt, siehst du deinen Bruder, so siehst du deinen Gott. Siehst du deinen Bruder, so siehst du deinen Gott. Jesus ist leidenschaftlich am Heil seiner Zuhörer präsent. Und deshalb will er ihnen die Augen auf den Bruder, die Schwester zu sehen und in ihnen Gott zu sehen. Jesus Christus hat den leidenschaftlichen Wunsch, dass alle zu ihm heimkehren. Und er möchte sozusagen seinen Wunsch zu unserem Wunsch machen. Er will uns sagen, wer diesen Wunsch hat, den ich habe, der findet schon seinen Auftrag in der Welt. Und er wird letztlich begreifen, Glaube, der Glaube an Jesus Christus ist nicht zu begreifen ohne die Hinwendung zu den Schwächsten der Schwachen. Wer seine Botschaft verstehen will, so kann man das kurzum sagen, der darf die Schwachen nicht vergessen. Und für das heutige Evangelium, liebe Mitchristen, ist das die entscheidende Frage. Hast du mich in den geringsten deiner Brüder und Schwestern erkannt? Deswegen diese Frage verbietet uns als Kirchen, jede Form von triumphalistischem Werk. Noch einmal, Tuitio Fidei, et obsequium pauper, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. In den vergangenen 50 Jahren haben die Malteser bei all dem, was sie an unterschiedlichen Dingen hier in Wetzlar getan haben, ihren Glauben bezeugt. Sie haben aus ihrem Glauben heraus den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, ohne Ansehen der Herkunft oder gar der Religion. Ich denke, das ist ein Grund zum Feiern. Feiern heißt zurückschauen, sich vergewissern. Feiern heißt aber immer auch in die Zukunft zu schauen. Mit Gottes Hilfe werden die Malteser hier in Wetzlar auch in Zukunft das zeigen, dass der Glaube untrennbar verbunden ist mit der Hinwendung zu den Notleidenden und zu den Schwachen. Und dass ihnen das gelingen wird, da habe ich gar keine Zweifel.